Hey, servus zurück, Leute. Ist wieder 3 Wochen her, dass wir uns gemeldet haben. Was will ich euch erzählen heute? Eigentlich gar nicht viel. Ich mache heute einen Rückenworkout, mal wieder in meinem Stammstudio in Tübingen. Ich konzentriere mich eher auf den Kraftaufbau weiterhin. Das heißt, ich mache am Ende sind 6 Übungen, glaube ich, jeweils mit, mache ich immer vom Gefühl abhängig, 4 bis 5 Sätzen, Wiederholungszahl meistens zwischen 4 und 8, mache immer alternierende Übungen, also immer Übung A und B, und so mache ich den Block durch. Was soll ich denn berichten? Ach, lass mich gar nicht so viel schwätzen, ich will euch einfach mein Training zeigen. Vorm Training, wisst ihr ja, ich setze immer viel auf die Nährstoffversorgung, deswegen hatte ich vorm Training ein bisschen BCA und Glutamin. Und wie ich ja neulich gepostet habe, habe ich das Glück gehabt, habe einen amerikanischen Supplement-Sponsor ergattert. Will da aber jetzt noch gar nicht weiter drauf eingehen, weil da machen wir nochmal einen extra Bericht dazu, weil die wirklich sehr innovative Produkte haben, und ich bin auch echt stolz darauf, das war ein mega Geschenk für mich, dass ich da mithelfen kann. Das hier ist zum Beispiel eines der innovativen Produkte. Ich will jetzt hier auch gar keine große Werbung machen, ich finde es einfach nur geil. Das sind nämlich Brausetabletten. Einfach mal 2 rein vor dem Training. Und das Ganze gibt mir gleich noch ein bisschen Pump, damit mehr Nährstoff in die Muskeln kommt und das Ganze nachher schön prall und rund wird. Ja, geht gleich zur Sache. Also folgt mir einfach auf die Trainingsfläche und ich zeige euch mal, wie ein harter Rückenworkout aussieht. Freue mich auf euch. Es ist Winter geworden und ich stehe einfach drauf, dass man im Training richtig schwitzt, deswegen packe ich mich im Winter doppelt ein. Wobei Winter ist eigentlich übertrieben, aber wir waren so verwöhnt von dem geilen Sommer und jetzt ist schon wieder auf 10 Grad. So Zeit, dass ich mal wieder nach Texas gehe und wirklich in der Wärme trainiere, das ist voll mein Ding. Aber so ist auch okay. Auf geht's!
mal wieder. Ich bin fix und fertig. Ich kann kaum noch gerade ausgucken. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich mache kein Geheimnis im Trainingsplan. Alles, was ich gemacht habe, ist unten eingeblendet. Probiert es aus. Die zwei Übungen im Wechsel sind für mich brutal. Also ich spüre das total viel mehr als ein Herkunftsvolumentraining. Wie ihr wisst, bin ich mega gespannt von Aminosäuren. Hier nach dem Training ist ein Humapro. Denn ihr wisst ja, Whey Protein only makes bathroom run. Allein wegen dem Werbespot von den Scheiß essen. Aber funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Einfach dran glauben, dann wird es schon funktionieren. Und gar wie immer. BCA, Vitamin, bei 20 g. Beste Regeneration, Whey Protein trinke ich keins. Gehe jetzt heim, mache mir noch 100 Gramm Reis, 200 Gramm Huhn, ein bisschen Gemüse. Und das ist auch meine letzte Mahlzeit heute, weil wir haben es auch schon 9:45 Uhr, bis ich gegessen habe und alles ist 11. 12 trinke ich nochmal Glutamin, ein bisschen Melatonin zum besser schlafen. Und das war's. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Freunde. Und würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert. Wir sehen uns. Macht's gut.